Jüngsten Berichten zufolge haben Katar und Saudi-Arabien die Bewaffnung der Aufständischen in Syrien weiter intensiviert. Durch die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel, teils wohl auch per direkter Belieferung mit Rüstungsgegenständen. Zuletzt seien, heißt es, nicht nur leichte Waffen, sondern auch Panzerabwehrraketen bereitgestellt worden. Allein in der letzten Woche sollen mindestens 20 Panzer der syrischen Streitkräfte zerstört worden sein. Mehr tote Soldaten. Von zunehmender Gewalt auf Seiten der Rebellen berichtet inzwischen auch Rainer Herrmann, Nah- und Mittelost-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einer der renommiertesten deutschen Berichterstatter aus der Region. Wie Herrmann schreibt, der sich gegenwärtig in Syrien aufhält, kämen in dem Land zurzeit durchschnittlich 150 Menschen zum Tode, die Hälfte davon Soldaten. Das Regime gebe dies nur deshalb nicht bekannt, weil es den Aufständischen keinen Auftrieb verschaffen wolle. Dabei sei die Zahl der toten Soldaten seit Mitte April, seitdem ist der Waffenstillstand offiziell in Kraft, stark gestiegen. Auch seien dramatisch wachsende Maße die Ausübung religiös motivierter Gewalt zu konstatieren. Ein Beispiel ist offensichtlich das Massaker von Hula, das Regierung und Medien in Deutschland sowie in weiteren westlichen Staaten nutzten, um das syrische Regime, dessen Brutalität unbestritten ist, weiter in die Enge zu treiben. Außenminister Westerwelle etwa erklärte nach dem Massaker: Die internationale Gemeinschaft darf nicht zur Tagesordnung übergehen, wenn das syrische Regime das eigene Volk in dieser grausamen Weise mit Gewalt überzieht. Das Massaker von Hula. Die Behauptung, die syrische Armee habe das Massaker begangen, wich recht bald der Hypothese, die 108 zivilen Todesopfer am 25. und 26. Mai in Hula seien Mördern aus regierungstreuen Milizen der Shabiha zum Opfer gefallen. Auch diese sind für ihre Brutalität berüchtigt. Nun jedoch legen Recherchen syrischer Oppositioneller nahe, dass das Massaker, mit dem der Westen nicht nur die Ausweisung syrischer Diplomaten, sondern auch offene Kriegsdrohungen begründete, keineswegs von Regimekräften, sondern vielmehr wohl von Aufständischen verübt worden ist. Dies berichtet Rainer Herrmann aus Damaskus unter Berufung auf Oppositionelle, die ungenannt bleiben wollen. Weil zuletzt Regimegegner, die gewaltsames Vorgehen ablehnen, von bewaffneten Aufständischen umgebracht worden sind. Laut ihren Recherchen begannen die Kämpfe am 25. Mai mit Angriffen bewaffneter Rebellen auf Armeekontrollpunkte, die alawitische Dörfer rings um das vorwiegend sunnitische Hula schützen sollen. Während bei den Kämpfen Dutzende Soldaten und Rebellen zu Tode kamen, kam es in Hula zu dem Massaker an Zivilisten. Konvertiten abgeschlachtet. Wie Herrmann unter Berufung auf die erwähnten Oppositionellen berichtet, wurden dabei mehrere Dutzend Mitglieder einer Familie abgeschlachtet, die vom sunnitischen zum schiitischen Islam übergetreten sei. Außerdem seien Mitglieder der alawitischen Familie Shomalia und die Familie eines sunnitischen Parlamentsabgeordneten, der als Kollaborateur galt, ermordet worden. Danach hätten die Täter ihre Opfer gefilmt, sie als sunnitische Opfer ausgegeben und die Videos über Internet verbreitet. Unabsehbare Folgen. Sollten sich Herrmanns Berichte bestätigen, er gilt als herausragender Kenner der arabischen Welt und ist für solide Recherchen bekannt, wäre nicht nur erwiesen, dass die deutsche und andere westliche Regierungen ein von Aufständischen begangenes Massaker nutzten, um neue aggressive Handlungen gegen das Assad-Regime zu legitimieren. Es bestätigt sich darüber hinaus, dass die Bewaffnung der Aufständischen nicht die zivile Protestbewegung, sondern gewalttätige Kräfte stärkt, die vor Morden an gewaltlosen, oppositionellen und konfessionellen Massakern nicht mehr zurückschrecken.